Und wir sagen vielen Dank, dass Sie auch dieses Mal wieder zuerst zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Sie haben ja einiges jetzt vor sich. Haben Sie schon realisiert, was da auf Sie zukommt, die mindestens nächsten 2 Jahre? Also jetzt sind wir erstmal total begeistert, weil es amtlich ist. Wir beide sind die neuen Vorsitzenden der SPD. Das ist eine sehr alte und traditionswürdige, aber auch neue und frische Partei, wie wir heute wieder erkennen konnten in den vielen Debatten. Wir sind eine debattenfreudige Partei, ganz offensichtlich eine engagierte. Und wir haben Lust, große Lust, jetzt mit den Mitgliedern gemeinsam, mit dem Team, das wir jetzt aufstellen, das gerade im Moment gewählt wird, einen Neustart für die SPD anzulegen. Das wissen wir ja ein bisschen schon, aber deswegen war ja die Frage, haben Sie sich schon mal so ausgerechnet, was das für Sie persönlich bedeutet, die, wie gesagt, mindestens nächsten 2 Jahre? Ach, Herr Schaffer, das ist wie Kinderkriegen. Wenn man da vorher wüsste, wie das ist, wird man es nicht machen. Da guckt er mich ganz glücklich an und dann frage ich auch bei Ihnen nochmal nach. Eigentlich waren Sie ja am Ende Ihres politischen Weges. Jetzt haben Sie auch wieder diese 2 Jahre, die ich jetzt schon wiederholt angesprochen habe, vor sich. Wie haben Sie sich vorbereitet darauf? Naja, ich war ja gar nicht richtig raus, weil ich aus dem Ruhestand ja einen Unruhestand gemacht hatte und eigentlich die 2 Jahre ständig unterwegs war. Und jetzt haben wir natürlich noch einmal durch die Regionalkonferenzen und durch die Wochen nach dem Mitgliederentscheid mal mitbekommen, wie dicht getaktet Termine sind. Für mich war immer klar, dass man heute nicht mehr Parteivorsitzender sein kann, wie früher, als noch Ministerpräsidenten nebenbei mal 2 Tage die Woche nach Berlin fliegen konnten. Mir war klar, dass das bedeutet, das, was wir bis jetzt erlebt haben, wird in einer ähnlichen Taktung weitergehen. Und das bedeutet für mich, dass ich natürlich dann auch von Berlin aus agiere. Das ist mal der mutmaßlich nächste Arbeitsalltag auch für Sie werden. Aber der politische Alltag wird sich natürlich auch erheblich verändern. Und er hat sich in der vergangenen Woche schon verändert. Sie hatten ja, als wir letzten Samstag miteinander gesprochen haben, gesagt, dieser Parteitag solle darüber befinden, ob Sie in dieser Koalition bleiben oder nicht. Nun befindet dieser Parteitag eigentlich nicht darüber, sondern man hat den Versuch einer Abstimmung hier dann schlussendlich doch abgelehnt. Wie viel ist noch da von dem, mit dem Sie angetreten sind, schon nach einer Woche? Na, ich würde sagen, wir haben von Anfang an nicht gesagt, der Parteitag entscheidet, sondern der Parteitag debattiert das Thema. Es ist auch der Auftrag gewesen. Aber anschließend sollte er auch entscheiden darüber. Das habe ich schon so in Erinnerung. Also was draus werden soll aus der Großen Koalition? Und der Parteitag hat entschieden, uns das Mandat zu geben, jetzt Gespräche zu führen und dann auch diese zu bewerten. Gemeinsam mit dem Parteivorstand, das ist, so ist es ja beschrieben, im Leitantrag. Und das ist der Beschluss des Parteitags. Keine Produktenttäuschung bei einigen Mitgliedern oder was ist Ihnen da schon zurückgespiegelt worden, die da vielleicht doch eine klarere Abgrenzung zu dieser Koalition erwartet haben, nach dem, was Sie auch in den Regionalkonferenzen und auch in den Debatten in der Stichwahl immer gesagt haben? Ja, es hätte ja nicht den Antrag gegeben oder den Änderungsantrag, sofort aus der Koalition auszusteigen, wenn es nicht auch diese Stimmung in der Partei gäbe. Aber wir haben ja nicht zu denen gehört, die gesagt haben, wir treten an, um die SPD unmittelbar und ohne Wenn und Aber aus der Großen Koalition herauszuführen, sondern wir haben gesagt, wir machen das an Inhalten fest. Insofern wäre es nicht konsequent gewesen, heute ohne Gespräche einfach zu entscheiden. Wir haben einen Leitantrag vorgelegt, in dem stehen die Markierungspunkte und über die wird jetzt gesprochen. Der Leitantrag, den Norbert Walter-Borjans eben anspricht, den mussten Sie allerdings in einer ganzen Reihe von Punkten, ich sag mal, korrigieren, andere sagen entschärfen. Wie war das in dieser Woche? Sie müssen ja da Abstriche machen von dem, was Sie eigentlich wollten, auch von klareren, deutlicheren Positionen, die Sie beide hatten. Das ist doch selbstverständlich. Die SPD ist eine demokratische Partei und keine autokratische. Das heißt, wir konnten diesen Leitantrag nicht alleine schreiben und dann darauf hoffen, dass schon eine hinreichende Mehrheit des Parteitags uns folgen wird. Wir wollen die ganze Partei mitnehmen und deswegen mussten wir natürlich auch die Regierungsbeteiligten und natürlich auch die Fraktion mitnehmen, den ehemaligen oder jetzt noch amtierenden Parteivorstand. Sodass da auch ein Leitantrag dabei rauskommt, den alle auch mit unterstützen können. Der muss keine 100% bekommen, aber der war ja jetzt doch ziemlich breit in der Zustimmung. Und wenn Sie sich an meine Rede erinnern, dort habe ich ganz deutlich gesagt, dass wir nicht die Denke der Großen Koalition als sozialdemokratische, eigenständige politische Kraft schon mitdenken dürfen, dass wir uns, also Sie sagten Abgrenzung von der GroKo, wir uns als Partei, auch wenn wir die GroKo nicht verlassen, abgrenzen müssen von der GroKo, weil wir eben eigenständig sind und weil wir auch eine eigenständige Erkennbarkeit und Glaubwürdigkeit wieder entwickeln müssen. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Es sind aber auch Sachen raus, Forderungen raus, wegen denen Sie gewählt worden sind. Also erstmal finde ich schon, die Art der Entstehung dieses Leitantrags ist ein Zeichen der Gemeinsamkeit. Denn er ist ja zusammen
erarbeitet worden vom bestehenden Parteivorstand mit noch nicht gewählten Parteivorsitzenden. Und dafür fand ich die Geste von beiden Seiten, von uns und von allen anderen aus, dass wir jetzt zu einer gemeinsamen Auffassung kommen wollen, ehrlich gesagt sehr mutmachend. Und der zweite Punkt ist, dass wir deutlich die Punkte benannt haben und jetzt natürlich einen Prozess haben werden. Wir werden natürlich weiter intern diskutieren und wir werden natürlich auch mit dem Koalitionspartner diskutieren. Aber wie gesagt, Sie sind viele Punkte in Ihrer Klarheit und Ihrer Bestimmtheit raus, für die Sie beide gewählt wurden. Ja, aber das ist natürlich ja das Wesen des Kompromisses. Und wir haben ja immer gesagt, nicht der Kompromiss an sich ist das, was man ablehnen kann. Ohne einen Kompromiss geht keine Demokratie. Die Frage ist, geht man schon, ich sage jetzt mal, unterm Teppich in die Verhandlungen oder geht man auch mit deutlichen Forderungen rein? Und insofern finde ich, das, was wir jetzt erreicht haben, ist zu diesem Zeitpunkt für mich ein gutes Ergebnis. Norbert Walter-Borjans hat während seiner Rede heute Mittag gesagt, natürlich sprechen Sie mit den Regierungsmitgliedern aus der SPD, natürlich sprechen Sie mit der Fraktion, aber Sie haben auch eine eigene Meinung. Also es war offensichtlich ganz wichtig zu betonen, weil Sie in dieser Woche schon so viele Kompromisse machen mussten. Nee, das ist grundsätzlich so, wie ich gerade sagte, selbst auch wenn man in der Regierung ist, auch wenn eine Koalition, eine Fraktion sich als Koalitionsfraktion empfindet und definiert, ganz überwiegend jedenfalls, so sind die Mehrheitsverhältnisse da schon, ist es trotzdem so, dass die Partei ihre eigenständige Rolle spielen muss. Das ist ganz wichtig sogar dafür, dass man in Koalitionen nicht am Ende untergeht und nicht mehr erkennbar ist als eigenständige politische Kraft. Das heißt, die Partei muss eine eigene Rolle spielen. Man muss auch inhaltlich eigene Punkte setzen, um sich auch wirklich darzustellen als Kraft, die in der nächsten Wahl auch möglicherweise andere, bessere Ergebnisse erzielt. Ich weiß ja, was ich gesagt habe heute Mittag und deswegen... Habe ich richtig zitiert, oder? Richtig zitiert, aber ich will ja nur sagen, ich glaube, das zeigt ja gerade auch den Unterschied, den wir innerhalb einer Partei bei dem Wettbewerb zuletzt hatten. Nämlich die Frage, ob man als Partei sozusagen aus der Koalition heraus auch argumentiert, weil man natürlich dann immer auch die Machbarkeit, die unmittelbare Machbarkeit mit diesem Koalitionspartner im Kopf hat, oder ob man als Partei nicht eine klare Position aufstellen sollte und sagen muss, ja, natürlich muss man dann in der Regierung oder in der Koalition zwischen den Regierungsfraktionen Kompromisse machen. Ich finde nur, dass wir diese Marksteine, von denen wir ausgehen und mit denen wir den Menschen sagen, das wollen wir erreichen, dass man die ohne Beeinflussung aus der Regierungs- oder aus dem Fraktionsalltag zunächst mal aufstellen sollte. Aber das könnte schon im Präsidium schwierig werden. Wir haben mal geguckt, wer da mutmaßlich reingewählt wird jetzt im Laufe dieses späteren Nachmittages und stellen fest, dass wir sehen insgesamt 4 sehr GroKo-kritische, könnten es dann Sie mal sagen, aber immerhin doch 6, die dem Regieren relativ nahe stehen. Es ist ja nicht, dass wir irgendwie was gegen das Regieren hätten oder oppositionszählig wären, sondern es geht darum, dass im Präsidium und insgesamt in der Partei der Gedanke und der Spirit herrscht, dass man als eigenständige politische Kraft wahrgenommen werden muss. Und ich glaube, dass auch die Rolle in der Regierung da an der Stelle sich ändern kann. Nehmen wir ein Beispiel, das Sozialstaatskonzept, das Andrea Nahles noch mitentwickelt hat mit vielen anderen gemeinsam. Da stehen viele wichtige Dinge drin. Ja? Es ist die Frage, entwickeln wir so ein Papier und sagen dann eines fernen Tages, wenn wir mal wieder eine Regierung anführen, dann setzen wir es um. Oder machen wir innerhalb der Koalition, auch wenn es nicht im Koalitionsvertrag steht, den Versuch zu sagen, so, wir stellen die Kindergrundsicherung wirklich auch zur Debatte, nicht nur öffentlich, sondern auch im Koalitionsausschuss. Wir bringen das mal ein und wir möchten gerne, dass der Koalitionspartner sich dazu verhält. Wir wollen erklärt bekommen, warum die das nicht haben wollen. Abschließend, woran wird man in einem Jahr erkennen können, dass es kein Weiter-so mit 2 anderen Köpfen an der Spitze ist in der SPD? Also, dass wir die Punkte, die wir in diesen Leitantrag hineingeschrieben haben und die uns auch am Herzen lagen, also über ein massives Investitionspaket zu reden, das Klimapaket nicht einfach abzuhaken, sondern weiterzuentwickeln, das Thema des Auseinanderdriftens der Gesellschaft in den Mittelpunkt zu ziehen, dass das sich erkennbar niederschlagen muss in der Debatte innerhalb dieser Koalition und natürlich immer gemessen daran, ist da etwas zu erreichen? Ist es dringend nötig oder ist es etwas, bei dem man sagen kann, da kommt es nicht auf heute oder morgen an, aber das muss SPD umsetzen. Und ich glaube, das wird eine spannende Diskussion. Die ist aber nicht festgelegt an einer Frage, ich sag mal, im Juni muss wieder entschieden werden, sondern wir haben die Themen und müssen diese Themen voranbringen.
Norbert Walter-Borjans, der neue Parteivorsitzende der SPD, und Saskia Esken, die neue Parteivorsitzende der SPD. Vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Ich glaube, nächsten Samstag sehen wir uns mal nicht. Aber das halten wir, glaube ich, alle miteinander aus. Aber die nächste Gelegenheit wird kommen. Danke, dass Sie hier gewesen sind, auch so schnell und als erstes mit einem Live-Interview. Vielen, vielen Dank.